Da könnt ihr mal das Schild lesen. Ja, ich denke mal, man sieht das. Reihersee. 4 Kilometer. Kann man sagen, 1,7. Ja, und weiter und weiter. Puh, ich bin erst mal außer Puste. Das heißt, ich schiebe das Fahrrad. Ein Balken habe ich schon verloren von Akku. Und ja, das ist ein krasser Anstieg. Ne? Und das ist ja nun auch kein Alurad. Ja, ist nicht ohne. Schaut mal, was hier gelagert wird. Wahnsinn, ne? Extra, weil es ja hier steil bergab geht, extra noch mal gesichert. Und wir gehen mal weiter. Ja, bald habe ich es auch geschafft. Ich bin bald oben. Aber es hätte nichts gebracht, wenn ich jetzt noch weiter getreten hätte. Mein Puls ist ganz schön am Pochern. Ja. Vor allem das Fahrrad hat keine Schiebehilfe. Das heißt, dann dieses schwere Fahrrad muss auch diesen Berg hochgeschoben werden. Aber es ist geschafft. Wir fahren jetzt Richtung Reihersee. Ich weiß gar nicht, ob das auch wirklich Richtung Reihersee ist, aber ich glaube ja. Aber die Rückemaschinen haben hier ganz schön Spuren hingemacht oder reingebracht. Das rüttelt hier in einer Tour. Ich glaube, auf dem Video ist es nicht sichtbar, aber für mich jetzt gerade ja. Gut, wir fahren weiter. Also, Reihersee. Da ist gar keine Beschilderung. Ich würde sagen, ich fahre jetzt hier rechts runter. Wir sind hier an so einer Dreiassgabel oder an einer Dreiergabelung. Und wir fahren einfach jetzt rechts runter und lassen uns mal überraschen, was da so kommt. Aber die Mücken, die stechen hier und das sind Brummer ohne Ende. Kaum bleibt man mal stehen,
Ne? Hier war das Schild. Ja, wir sind mit dem KTM-Fahrrad unterwegs. Satteltasche habe ich auch wieder dran. Ja, die ist wirklich sehr, sehr gut und empfehlenswert eigentlich sogar. Und schaut mal, jetzt kann man das auch noch mal draußen am Tage sehen mit der Anhängerkupplung. Genial, oder? Also ich finde es gut. Und ich habe einen Mückenstich. Da. Und der juckt. Und man darf nicht kratzen. Zumindest man sollte nicht dran kratzen. Ja, es gibt noch ein altes Hausrezept. Zu Hause eine Zwiebel drüber reiben. Habe ich noch Zwiebeln? Ich weiß es gar nicht. Kennt ihr das noch von vorhin? Ja, wir sind genau wieder an diesem Bach rausgekommen. Da vorne steht das Fahrrad. Ja, und hier, so war es teilweise in dem Waldstück, wo wir Cross gefahren waren. Also das war ja wirklich Crossfahren. Das war kein normales Fahrradfahren. Das war holprig, über Stock und Stein. Mehr über Stock als über Stein. Und Krater und hat man nicht gesehen. Wahnsinn. Gut, wir fahren noch ein Stückchen weiter. Ich nehme euch noch ein Stückchen mit.